Und weiter geht's mit Let's Play Bulletstorm, das Spiel für echte Männer mit Haaren auf den Lippen. Wir haben gerade unseren Robo geschrottet. Er hat uns treu gedient. Ja. Ich wollte ihn Tepsi nennen, aber leider konnte ich ihm das nicht mehr sagen. Ich werde ihn nie vergessen. Tepsi. Tepsi ist kaputt. Sieh mal da unten. Mit sieh mal meinst du, wir springen darunter? Sie haben dieses Loch bewacht. Vielleicht mögen sie es ja einfach. Sie auch nicht, was aus ihm rauskommt. Bei der Armee muss da drin echt irgendwas abartig Gefährliches lauern. Also gehen wir runter? Na klar. Logisch. Und abwärts. Ja, Akt 3, Kapitel 1, wo ein Scharfschütze, da auch ein Gegner, keine Ahnung, genau, den Skillschatz, das gerade bei den Tipps gestanden ist, mit hinrutschen und dann in der Luft noch töten. Nee, den haben wir auch schon gehört. Die Stützen der Wände sind marode, wir müssen hier raus, und zwar schnell. Oh ja. Ja, schon gut. Ich wollte ja auch gar nicht vorschlagen, dass wir uns hier ein Häuschen kaufen. So viele zerstückelte Biker. Außerdem schmälert die einstürzende Decke den Wiederverkaufswert. Und das Erscheinungsbild ist auch das letzte. Was zur Hölle war das denn? Gar so ein echter Robo. Hoffe ich zumindest. Das wäre zumindest noch eine halbwegs gute Erklärung für uns. Strom. Immer noch Strom. Kann man wieder einen Gegner brutzeln. Ja. E treten. No, der Schotte war nicht mehr gut aus. Das war. Halt die Klappe und lauf! Wir müssen sofort einen Weg hier rausfinden! Was? 16 Sekunden. Moment, ich hab was gefunden. Jawohl. So, da rutschen wir jetzt runter. Oh, das geht aber weit runter. Oh! Heilige Scheiße! Das war verdammt knapp! Alter Schwede! Ich brauche irgendwelche Schoner für meinen Arsch. Der alte Junge ist für solche Misshandlungen nicht gemacht. Schaut euch einmal das an. Misshandlungen der Arsch gemacht ist. Beweg dich! Schaut euch einmal, wir werden uns jetzt gerade nicht bewegen, sondern schaut euch einmal dieses Bild an, ha? Das nicht einmal hammergeil ausschaut. Ha, da war Wasserräder. Der Damm schaut alles in allem nicht mehr ganz gut aus, aber schaut euch an, wie schön das ist! Haha, ist das toll. Was ist das Pföhn? Gut, dann wollen wir mal weiter eiern. Es fiebt was. Äußerste Vorsicht geboten. Der Damm wimmelt von Einheimischen. Alle anderen Final Echos zur Anführerposition. Das Signal der Kleinen kommt von diesem Damm. Okay. Inzwischen ist bestimmt schon ein Rettungsschiff Serrano unterwegs. Wenn wir einen Weg an Bord finden wollen, brauchen wir sie, um uns zu ihm zu führen. Wir brauchen sie lebendig. Ja, leider brauchen wir sie lebendig. Beziehungsweise wieso leider? Könnte ja auch ein Verbündeter werden. Dann holen wir sie uns eben lebendig. Keine Ahnung, aber... Rihanna. Ja. Wollen wir mal da weiter schauen? Wie sieht's bei dir aus? Die Schmerzen sind gewaltig. Die AI-Logik versucht beständig, die Kontrolle zu übernehmen. Das musst du verhindern. Reiß dich einfach zusammen. Als wenn das so einfach wäre. So, benutzen wir wieder. Es geht aufwärts. Nette Aussicht. Ja, allerdings. Ah, da baden, ne? Einfach nur zwei harte, militärisch gestellte Typen, die in einem Aufzug rumhängen und sich ihr Leid auf totale Heteroart von der Seele kuscheln. Das war ja ein nervöses Kichern. Entweder hat deine menschliche Seite den Witz kapiert oder deine Computerseite mag, wie ich in dieser Hose aussehe. Vielleicht auch ein bisschen von beidem. Hey, ich kann dir keinen Vorwurf machen. Ich bin einfach ein gut aussehender Mann. Ach, halt doch die Klappe, Mensch. Heilige Scheiße. Die Gang ist anders. Ihre Zellstruktur ist wirklich seltsam. Großer Gott, sie haben die anderen Typen verstümmelt. Bist du deppert, hey. Alter Schwede, was sind denn das für eine Freaks?
Die ekligen Bastarde verstecken sich gern. Achtung, diese Wichser sind schnell und clever. Hey. Schnell und clever. Mal schauen, was da dran ist. Den holen wir erst her. Hau man halt. Oh, das war der Ishii. Kann man aber trotzdem treten, wenn sie nicht wegrennen können. Also in der Hinsicht. Wobei, sie weichen mir ziemlich gut aus, was das angeht. Schade eigentlich. Doch, man kann nicht so coole Sachen mehr machen. Ah, jetzt sind wir auf dem Damm drauf. Vermute ich, zumindest. Rutsch mal zurück und... So, Voodoo-Puppe. Eieiei. Ach so, wir haben das Ding schon wieder umgeschalten, die Waffe. Aber warum? Nein, das war nicht so intelligent. Mal die Herzhiener. Die haben wir hergezogen. Erwischt und noch Brenner. Hey, das war Combo Breaker. Der ist jetzt einfach mal so abkatzt. Und weg mit ihm. So. Das ist so, wir rutschen mögen sie anscheinend nicht so. Immer schön auf den Fuß, jawohl. Die berühmte Kniescheibe. So. Dafür gereizt. Den Halsschuss. Ah, er ist auch weg. Er ist auch weg. So können wir sie weg. So können wir sie weghauen. Nehmen wir mal ganz normal mit dem Treten. Wow, Aussicht, Leute. Aussicht, Aussicht, Aussicht. Schaut, jetzt von unten sind wir kommen. Gott, schaut das schön aus. Und der weiter vollballern. Das ist mal eine coole Kombination ist. Hui. Ein Scharfschütze. Verdammt. Nicht schlecht. So. Ein Scharfschütze ist denn auch noch mehr. Bleib in Deckung. Obere Plattform. Ja. Mach schon. Gib mir ein Ziel. Nehmen wir das statt dem und erhalten. Eine Barrett Kaliber 100.000 wahrscheinlich, so wie, mein, so wie bei dem Spiel, das unterwegs ist. Und schöne Bullet Time auch noch. Maus die Kugel bewegen. Hä? Also Schuss und... Ah, dann können wir die Kugel noch ein bisschen steuern, damit wir sie dann doch treffen. Knallhart und Willreiz. Ah, das ist aber mal cool, ha? Zack, den nochmal schön getroffen. Auch nicht so toll. Was eigentlich dachte. Und Schuss und der haut in die Richtung ab, aber Headshot. Huch. Cool bleiben. Nachladen nochmal. Das ist nochmal ein cooles Gerät. Also Scharfschützenaktionen. Hey, ein Infobot. Sind alle zu nett. So, der ist nochmal weg. Das ist der Ishii. Ja. Geht's jetzt hin? Na, es ist wieder Ishii. Es fiebt weiter. An alle Final Echos. Hier ist die Befehlshabende. Werde überrannt. Habe keine Munition mehr. Der letzte Bericht ist Stunden her. Bestätigen Sie. Ich nehme sonst an, dass ich nur noch übrig bin. Hm. Wenn wir sie in die Finger kriegen, ist es aus. Allerdings. Ja, wir müssen uns beeilen. Boah, da schaut's aus. Was? Creeps Turf. Was auch immer. Ach du Scheiße. Holy moly. Die Drecksäcke verdienen es ja. Aber trotzdem. Ja, das ist ein bisschen arg viel. So, Scharfschützengewehr. Wie können wir das aufrüsten? Ah, können wir noch nichts machen. Dann machen wir die Munition auf. Jawoll. Die Waffe ist voll. Die ist fast voll. Und weiter geht's. Weibsa! Scharfschützen. So, Maus die Kugel steuern. Ja, der haut in die Richtung ab und zack. So, das kann man auch wegschmissen. So. Der Scharfschütze haut in die Richtung ab. Back, Volltreffer. Und den auch erledigt, bitte.
Bullet Time und... Doch, haben wir getroffen. Ich hätte das eigentlich jetzt nicht gedacht. Okay. Nachladen die Kiste. Alles sauber, ich sehe schon, bis der nächste Schuss einschlägt. Das wird jetzt so lang dauern. Mein Gefühl nicht trübt. Auf dem gegnerischen Turm würde ich jetzt Scharfschützen postieren. Zum Beispiel. Ja. Setz den Schussvisualisierer ein. Entweder da oder. So. Bin dran. So, der erste ist getroffen und gleich den nächsten auch noch. Und der huckt da und versucht in die Richtung abhauen. Schlag getroffen. Schön, Süßer. So. Oh, der hat uns auch gerade einen Schuss geschickt. Oh, Ziel verloren, ja. Wieso nur? Ja, da ist er. Und... Nein! Ah, daneben geschossen. Damn, jetzt sind wir tot. Was ist da gerade los? Hey! Warum geht's mir so schlecht? Ich fang doch nur die ganze Zeit Schuss ein. So. Oh, jetzt Kugel steuern und... Oh, wie haut denn der ab? Ah! Ha! Hat ihm aber nichts gebracht. Und gleich den nächsten. Coole Bullet Time. Links, rechts, nach links. Haben wir gerade noch erwischt, würde ich sagen. Ja, ist wieder einer. Ja, wenn man etwas macht, dann soll man es gleich ganz oft machen. Zack, auch getroffen. Da haben wir noch einen. Was ist das dann? Ja, der haut da in die Richtung dann ab. Was das? Hm? Anscheinend. Badger. Und gleich weiter. Versorgungskapsel nah, da ist sie auch schon. Mal gleich mal schnell nachmunitionieren, das Scharfschützengewehr. Perfekt. Und hier geht's weiter. Wir wollen aber gleich so weiter. Fertig. Und dann Kopfschuss. Jawohl. Rihanna, hey. Das Schlimme ist, es werden einfach mit weniger, weißt du? So, dafür ist die Kiste da. Killer News. Haha. Das ist aber eine coole Kombi. Killer News. Okay. So, der ist auch weg. Da mal Strom. Ist auch erledigt. Ist auch weg. Oh, da müsste noch irgendwo noch sein. Ach so. Das war der. Das ist sowas sehr unfreundlich gewesen, was der gerade gemacht hat. Das war's. Suchen wir eine Versorgungskapsel. Mhm. Wofür? Also wofür brauchen wir jetzt gerade eine Versorgungskapsel? Die ist nahe... Wo wird sie sein? Ah, da hinten. Ja, Peitsche. Wofür eigentlich? Commander, war was? Wie viel Munition? Die Richtung weiter. Ah, hier geht's weiter. Ist okay. Und voilà, Tür auf. Ich sagte, und voilà, Tür auf. Ishi, Tür auf. Los, jetzt. Geht doch. Da kommen sie. Gleich von Anfang an Bullet Time. Ich hatte mal Song voll verfehlt, den Kollegen dort. Okay, aber das macht nicht so viel Spaß, so aus der kurzen Entfernung. Obwohl, vielleicht ein Scharfschützengewehr. So ein Teiltreffen. Naja. Naja. Das Snipern auf die großen Entfernungen ist es ja wohl ganz nett, aber sonst so... Es ist eher irgendwie öde und umsonst. Aber wenn es wohl recht effektiv ist... So. Wenn man da mal spannt, so... Der Kollege ist jetzt weg. Da war sehr viel Munition gebraucht, bis der weg war. Dass man diese grauen Bastarden lassen muss, die sind sehr widerstandsfähig. Oh, der hat aber schon keinen Kopf mehr gehabt. Meine Güte. Das Ding jagen wir gleich mal hoch, dass es uns nicht mehr gefährlich werden kann.
Scharfschützengewehr rein. Ey, die sind jetzt aber ganz frech gespawnt, gell? So. Auf die Seite, das ist der echte Kopf gewesen. Jawoll. Schau, haben wir wieder an. Kopfschuss und gleich normal abgefeuert. Der springt raus und gleich weiter und in your hair. Face war es nicht, aber in your Kopf. Mhm. Fuck, auch getroffen. So. Jetzt sind wir wieder einige ausgeschalten. Jetzt gehen wir wieder mit einem normalen Waffen weiter. Der hat ein bisschen zugelaufen. Auf Nahkampf, auf die Pistole und los geht's. Da. Wo ist er denn? Wo ist er denn? So, das war ein hektischer Geselle. Den jagen wir gleich hoch. Her dann lochen. Und ab ins Wasser. Hab ich gerade Apf gesagt? Ab ins Wasser. Kommt doch was Großes raus. Nein, nur einer. One-Hit-Wonder. Ja. Oh, ich sehe gerade 16,5 Minuten schon wieder. Verdammt! Ich schaff's wohl nie, einen 15 Minuten Part zu machen. Na gut, bis zum nächsten Teil, Leute. Tschüss!